Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal um Alchemie und den Fluch über Alchemie, der so ganz leicht drüber schwebt, wie man behaupten könnte. Und zwar viele Goldmacher von euch fragen mich öfters mal, hey, Alchemie ist doch sicher nice, ne? Mit Procs und so, da kann man ja ordentlich Gold machen. Das Problem ist das, ihr wisst ja, in Legionen gibt es verschiedene Ränge. Diese Ränge könnt ihr freispielen, indem ihr Dungeons lauft, irgendwelche World Drops kriegt oder dann irgendwann mal auch wie hier bei Alchemie, zum Beispiel jetzt beim Fläschchen, durch Herstellung. Das heißt also quasi, ich muss jetzt einfach auf mein Glück hoffen beim Herstellen, um dann den Rang 3 zu kriegen, der, wie hier steht, die Chance auf die Herstellung mehrerer Fläschchen hat. Das ist genau das, was ein Goldmogul will. Denn das Problem ist das, viele Leute, wenn ihr jetzt ins AH schaut, sehen die Materialkosten und sagen, wow, das ist ja teurer, wie das Fläschchen nachher wert ist. Ja, das Problem ist, dass natürlich einige von euch oder von den WoW-Spielern schon das Rang 3 Rezept haben, somit Procs kriegen und dann die Procs schon im Gewinn einkalkulieren. Die machen dann vielleicht beim ein oder anderen Fläschchen, das ist hier jetzt nur ein Beispiel, machen die Gewinn. Allerdings kann man halt nicht immer damit, also 100% jetzt auf Gewinn abzielen, wenn der Preis zu low ist. Und wie gesagt, ich drücke jetzt hier einfach mal auf Start. Ich mache hier 114 Fläschchen. Können wir kurz mit Tradescale Master gucken. Herstellungskosten 1800 Gold, fast 800 Gold pro Teil. Ja, das sind hier über 118.000 Gold, die ich ausgebe. Jetzt kann man natürlich sagen, hey Totem, das kann man farmen. Natürlich hat nicht jeder von uns Zeit, so viel zu farmen. Ich persönlich mache ja sogar Videos darüber, wie man farmt, habe aber meistens keinen Bock und bin zu faul. Deshalb habe ich mich hier ein bisschen eingekauft im AH, einfach nur mal als Test, um euch zu zeigen, ich habe schon über 150 Fläschchen hergestellt und noch kein Rang 3 Rezept. Und jetzt machen wir das Ganze einfach mal weiter. Ich wollte euch mal zeigen, den Fluch des Fläschchens bzw. der Alchemiekunst. Ihr müsst teilweise, wenn ihr Gold machen wollt, wirklich diese Rang 3 Rezepte kriegen. Und das ist nicht einfach. Das kann entweder viel Zeit kosten oder viel Gold. Und deswegen gab es auch schon anfangs viele Leute im Handelschat, die geschrieben haben, ich stelle euch eure Fläschchen her, wenn das Rang 3 Rezept für das jeweilige Fläschchen prockt, bekommt ihr 50.000 Gold oder so. Weil das natürlich vom Sinn her viel billiger ist, wie das, was ich hier mache. Weil ich jetzt bei jedem Fläschchen hier drauf zahle, weil die so viel gar nicht im AH wert sind und jedes Mal quasi kein Gewinn damit mache, sondern Verlust. Mir ist es natürlich egal, ich habe die Kohle, aber ich wollte es euch einfach mal zeigen, dass es nicht unbedingt sein muss, wenn man 200 Fläschchen herstellt, dass man es bekommt. Ihr könnt es natürlich beim ersten Fläschchen bekommen und sagen, hey geil, Spitze, dann mache ich weiter. Also wie gesagt, viele fragen immer, wie kann man damit Gewinn machen, jetzt wisst ihr es. Das Rang 3 Rezept ist zu 99% wichtig bzw. benötigt, um Gold zu machen mit Alchemie. Es gibt natürlich immer wieder Phasen, wo man auch das Fläschchen, also wo die Materialkosten billiger sind als das Fläschchen selber. Wenn ihr Farmberufe habt, dann könnt ihr natürlich sagen, hey, ich mache das Risiko, ihr farmt das eh. Das ist also quasi kein Gold, was ihr ausgibt, sondern ihr verdient halt einfach ein bisschen, sag ich mal, weniger, wie wenn ihr die Materialien direkt im Auktionshaus gekauft hättet. Und eventuell habt ihr mal Glück und kriegt ein Rang 3 Rezept. Ich habe noch gar kein Glück gehabt mit den Fläschchen. Ihr seht es hier, ich kann auch nur 2 auf Rang 2 machen. Oder habe nur 2 auf Rang 2. Und deswegen ist es ein bisschen problematisch. Aber Alchemie ist leider Gottes, beziehungsweise vielleicht habe ich da auch ein bisschen den Markt verpennt oder einfach keine Lust gehabt. Ist gar nicht in meinem Portfolio, wenn es ums Goldmachen geht. Gar nicht wirklich. Und ihr wisst ja, der gute Totem hat in letzter Zeit sehr viel, also mein Main-Char hat sehr viel mit Inschriftenkunde gemacht, sehr viel mit Verzauberungen gemacht, viel Gold natürlich einfach dadurch bekommen, durch Spielen, durch mythische Dungeons laufen etc. Ich weiß, ich schweife schon ein bisschen vom Thema ab, aber wir haben jetzt schon 50 Flasks hergestellt, über 50 Leute und ich habe immer noch kein Rang 3 Rezept. Also ihr merkt, wer da ein bisschen Pech hat, so wie ich, wer nicht so die Glanzleistung im Leben macht mit Glück, der kann sich hier ganz schön in Arsch beißen und ganz schön aufregen. Ich lasse das Ganze hier noch zu Ende laufen. Das war es eigentlich schon vom Video. Wer noch sehen will, ob ich das Teil jetzt bekomme, der darf gern da bleiben. Wer sich einfach nur freut, dass Totem mal wieder ein bisschen Gold verschwendet hat für nix, der darf auch gern da bleiben und sich einen abkichern.
weil ja, das Ganze ist schon ziemlich teuer. Ich lasse normalerweise meine Fläschchen von einem Kollege oder Kumpel machen, der hat das Rang-3-Rezept. Also wenn ihr jemanden kennt, der das Rang-3-Rezept hat und ihr müsst bei dem nicht extra was zahlen, dann gebt dem die Meds, stellt euch daneben, guckt die Procs an oder wenn ihr ihm vertraut, lasst es einfach so machen. Und ja, damit könnt ihr dann in der Theorie auch wirklich Gold machen. Es ist, wie gesagt, nicht so einfach mit dem ganzen Gold-Scheiß, weil es wirklich auf diese Rang-3-Rezepte ankommt. So, jetzt bin ich gespannt, Leute, komm schon bitte. Hey, noch 20 Stück. Oh, das darf ja nicht wahr sein, echt. Ich glaube, 140.000 Gold habe ich dafür ausgegeben. Ich hätte noch ein paar Materialien über. Aber das ist ein Scheiß, ey. Ich habe mir schon überlegt, ob ich vielleicht alle Rang-2-Rezepte brauche. Aber zu mir hieß es, das stimmt nicht, das ist nicht wichtig. Also langsam glaube ich dran. Und ich glaube, ich farm die mir jetzt einfach. Jetzt keinen Bock mehr. Ja? Ihr wisst, das geht ins Gold. Schon krasser Scheiß, ey. Ja, noch zwei. Eins. GZ-Totem. Mal wieder ordentlich Gold verballert. Haut rein, Leute. Ich hoffe, es hat euch was geholfen. Beziehungsweise ihr wisst jetzt, wie man mit Alchemie Gold macht und wo eigentlich der Fluch liegt oder das Problem für viele liegt. Natürlich ist es auch wieder eine Goldchance, wer die Rang-3-Rezepte hat. Es gibt sicherlich Server, da haben das noch nicht allzu viele, sage ich jetzt einfach mal, auf allen Fläschchen und so. Und da kann man dann natürlich schon sein Gold machen. Ja, am Anfang noch besser, aber jetzt immer noch. So, haut da rein. Ciao.